Hallo, liebe Freunde der Kirchengeschichte, herzlich willkommen zu dieser Einheit über die Christenverfolgungen in der frühen Kirche. Christen wurden schon immer verfolgt, von Anfang an. Es begann mit unserem Gründer. Jesus selber wurde verfolgt und wurde schließlich hingerichtet. Und Jesus sagte in Matthäus 10, ein Jünger steht nicht über dem Meister. Wenn sie den Hausherrn Beelzebul genannt haben, wie viel mehr werden sie seine Hausgenossen so nennen? Und er kündigt den Jüngern an, ihnen wird Gleiches passieren. Die Einladung zum Christsein beinhaltet nicht, dass man ein schönes Leben hat, dass man vor allem Unglück bewahrt bleibt, sondern im Gegenteil, Jesus macht es schon seinen Jüngern deutlich, es wird zusätzlichen Stress geben, wenn man Christ wird. Matthäus 10, 16, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Keine schöne Vorstellung, als kleines Schäfchen in einen Wolfsrudel geschickt zu werden. Und er sagt, es wird ein Bruder den anderen dem Tod preisgeben, ein Vater den Sohn, die Kinder, die Eltern. Die Kinder werden helfen, dass ihre Eltern getötet werden. Krasse Sätze. Christen werden verfolgt werden. Und das ist die Erfahrung gewesen durch die Kirchengeschichte hindurch. Christen wurden verfolgt. Sie werden bis heute verfolgt. Gerade in den letzten Jahren hat man das noch mal ganz krass gesehen, als der IS in Syrien sich ausgebreitet hat und man auf einmal Bilder sehen konnte, wie Christen wieder wegen ihres Glaubens enthauptet worden sind, vertrieben worden sind. Krass gefoltert worden sind, gekreuzigt worden sind teilweise. Man dachte, sowas gibt es gar nicht mehr. Aber es gibt es bis heute in vielen Gegenden der Welt. Sitzen Christen in Arbeitslagern, in Gefängnissen, in der Todeszelle. Und ja, wir können für sie beten, wir können für sie eintreten. Open Doors macht immer wieder bewusst, wie viel Christenverfolgung es bis heute gibt. Und wir schauen uns jetzt in dieser Einheit an, wie das alles angefangen hat mit den Verfolgungen der Christen. Gerade in den ersten Jahrhunderten war es besonders krass. Es ging schon in der Bibel los. Also wir sehen schon in der Apostelgeschichte, wie die ersten Christen in Bedrängnis kamen. In Apostelgeschichte 8 schließlich werden sie aus Jerusalem vertrieben. Und Paulus wird dann gefangen genommen, er beruft sich auf sein Bürgerrecht als Römer und wird gefangen nach Rom transportiert. Wenn man sich so die ersten drei Jahrhunderte anguckt, dann muss man sagen, wir müssen zwei große Phasen unterscheiden oder sogar drei Phasen. Die erste Phase ist die Phase bis zum Jahr 64. Da hören wir eigentlich nur von Bedrängnissen der Christen durch das Judentum. Das Christentum breitete sich zu Beginn entlang des Judentums aus. Die ersten Christen waren Juden und es waren Leute, die sich in Synagogen bekehrten. Und das erregte den Argwohn von Juden. Und so wie Juden schon Jesus zur Kreuzigung gebracht haben, so waren sie dann auch dafür verantwortlich, dass Christen angefeindet wurden, die Nachfolger Jesu. So kam es dann also dazu, dass es also einzelne jüdische Widerstände gegen das Christentum gab. In einer zweiten Phase, ungefähr bis zum Jahr 250, gab es dann im Römischen Reich lokale, regional begrenzte, kleinere Verfolgungen, mal hier und mal da. Da konnte es sein, dass man in einer Stadt als Christ verfolgt wurde, in einer anderen Stadt nicht. Und dann gab es zum Schluss von 250 bis 311 drei große reichsweite Verfolgungswellen, wo man gleichzeitig überall im gesamten Römischen Reich als Christ unter Verfolgung leiden musste. Also, die erste Phase, Gefahr erstmal nur durch die Juden. Wir hören bis zum Jahr 64 von keiner bewussten Verfolgung der Christen. Wir sehen, dass die Christen erstmal als Teil des Judentums nur wahrgenommen wurden und auch als solche behandelt wurden. Von daher wurden sie manchmal mit den Juden zusammen verfolgt,
Es gab eine Ausweisung aller Juden aus Rom im Jahr 49 unter Kaiser Claudius. Da heißt es bei dem römischen Schriftsteller Sueton, dass die Juden auf Veranlassung des Chrestus einen Aufstand anzettelten. Vielleicht soll das hier Christus heißen, und es gab irgendwie anscheinend christlich-jüdische Streitigkeiten, und der Kaiser, der dann nicht richtig durchgeblickt hat, der hat dann alle rausgeschmissen, alle Juden und alle Christen. Das war aber noch keine große Christenverfolgung. Die Juden selber, sie sorgten dafür, dass die Christen aus Jerusalem vertrieben wurden, Apostelgeschichte 8, Vers 1. Das Interessante ist, dass Paulus sich in dieser Zeit bis Anfang der 60er Jahre immer noch auf den römischen Staat als Schutzmacht beruft. Also er sagt ja, er will einen fairen Prozess haben, und deswegen sagt er, ich bin römischer Bürger und ich lasse mich nach Rom transportieren. Also er begreift den römischen Staat, den Kaiser, er beruft sich auf den Kaiser, was Nero war zu seiner Zeit, um einen fairen Prozess zu kriegen. Aus der Sicht des Paulus war der römische Staat ein Rechtsstaat, auf den man sich als Christ verlassen konnte. Er schreibt auch in Römer 13, ein jeder sei Untertan der Obrigkeit. Und das zur Zeit von Kaiser Nero, der wahrscheinlich dann dafür verantwortlich war, dass Paulus enthauptet worden ist. Jedenfalls schreibt das Eusebius in seiner Kirchengeschichte. Ihr könnt das in der Bibliothek der Kirchenväter nachlesen. Da steht die gesamte Kirchengeschichte des Eusebius online zur Verfügung. Den Link findet ihr unten in der Infobox. Und Eusebius schreibt nach seinen Informationen, und er hat Zeugen dafür, die das überliefern, ist Paulus in Rom unter Kaiser Nero enthauptet worden, und Petrus ist unter Kaiser Nero gekreuzigt worden. Das ist so die Legende oder Geschichtsnachricht, die wir haben. Es steht nicht in der Bibel, aber ihr könnt es gerne glauben. Bis heute ist die Überlieferung so, und die katholische Kirche glaubt das auch so, dass die beiden Gräber von Paulus und Petrus unter dem Vatikan lagern. Ja, Nero war anscheinend erstmal aus der Sicht des Paulus ein Mann des Rechtes. Aber dann im Jahr 64 brannte auf einmal Rom. Rom war damals die größte Stadt des Reiches, 1 Million Einwohner schätzungsweise. Und 2 Drittel der Altstadt brannten ab. Es gibt Gerüchte, und bis heute denken das viele, dass Nero diesen Teil der Stadt selber angezündet hat, weil er da mitten in der Stadt sich selbst ein Denkmal setzen wollte, weil er da tolle Bauten hinsetzen wollte. Aber leider ging das ein bisschen schief, weil tatsächlich dieses Gerücht dann gestreut wurde, dass Nero es selbst gemacht hat. Und das fand die Bevölkerung nicht so gut. Also streute Nero ein Gegengerücht. Er suchte einen Schuldigen, einen Sündenbock für diesen Brand. Und ihm fielen auf einmal die Christen ein. Wie war das? Tacitus, der römische Schriftsteller, schreibt, um dieses Gerücht, dass er selber die Brandstiftung begangen hatte, zu zerstreuen, gab Nero Schuldige an, ließ ihnen listige Qualen zufügen, die durch ihre Abscheulichkeiten verachtet und vom Volk als Christen bezeichnet werden. Zum ersten Mal sind jetzt die Christen auf der Abschussliste, eine erste Verfolgung nur in der Stadt Rom, bewusst gegen Christen. Das ist das Erste, was wir hören. Wer sich diesen Bericht von Tacitus genauer mal durchlesen will, der findet ihn im Quellenblatt KGQ08. Dann könntet ihr jetzt eine kleine Videopause machen und euch diesen Originaltext mal durchlesen. Nach dieser Verfolgung, die hörte dann auch nach 64 gleich wieder auf. Die Christen werden auch nicht verfolgt, weil sie irgendwie einen bestimmten Glaubensinhalt hätten, sondern weil sie als hartnäckige Brandstifter angeklagt werden. Das Römische Reich zerstörte dann im Jahr 70 den jüdischen Tempel, und
Ja, die Juden, denen ging es also schlecht. Sie wurden von den Römern jetzt auf einmal verfolgt, nachdem sie lange akzeptiert worden waren. Und deswegen wendeten sich jetzt die Juden noch aggressiver gegen die Christen, gegen diese nazarenische Sekte in ihren eigenen Synagogen. Von einer Christenverfolgung ist dann wahrscheinlich erst unter Kaiser Domitian wieder auszugehen, ungefähr um das Jahr 90. Der römische Geschichtsschreiber Dionysius Cassius berichtet davon, dass Domitian einige sogar seiner Verwandten wegen dem Verdacht des Atheismus und der Übernahme jüdischer Sitten aus den Ämtern vom Hof entfernen und hinrichten ließ. Vielleicht waren das Christen, vielleicht ist der Apostel Johannes auf die Insel Patmos verbannt worden in ein Bergwerk, weil der Kaiser Domitian das so wollte. Domitian hatte einen krassen Kaiserkult. Er ließ sich als Dominus et Deus, als Herr und Gott verehren, und viele Christen wollten das natürlich nicht mitmachen. Sie verweigerten das, und deswegen wurde den Christen Gottlosigkeit vorgeworfen, weil sie den Kaiser nicht als Gott anerkannten. Der römische Staat betrachtete also die Christen nun immer mehr als feindselige Menschen, dass die abergläubisch sind und die dazu gebracht werden mussten, dem Kaiserkult doch treu zu sein. Wie sollte man das aber regeln? Wie sollte man gegen Christen vorgehen? Im Jahr 112 kam dann ein Mensch namens Plinius der Jüngere nach Kleinasien, so an die Nordküste der Türkei, würde man heute sagen. Und dort fand er auf einmal sehr viele Christen vor. Vielleicht wisst ihr das noch, dass gerade in Kleinasien damals im 2. Jahrhundert die meisten Christen waren. Das hatte der Plinius wohl noch nicht so erlebt, wo er vorher stationiert war. Jetzt auf einmal kommt er in eine Gegend, die verseucht ist von Christen. In jeder Stadt gibt es irgendwie Christen. Und er bekommt Anzeigen gegen Christen und weiß nicht, soll ich die jetzt immer hinrichten, die Christen, oder ist das schlimm oder nicht schlimm, Christ zu sein? So schreibt er sich mit seinem Kaiser Trajan in Rom, und die machen einen Briefwechsel und überlegen sich, wie lässt sich das regeln mit den Christen. Und der Kaiser Trajan schlägt dann eine Regelung vor, die dann tatsächlich römische Rechtsregelung wurde für die nächsten 140 Jahre. Und die sah so aus: Erstens, nach Christen soll nicht gesucht werden. Also Christsein ist jetzt kein Verbrechen, wo man polizeilich mit der Gestapo jedes Haus durchsuchen muss, ob man irgendwie noch einen Christen findet, der dann getötet werden muss. Nein, Christen sollen nicht aufgespürt werden, aber Christen können angezeigt werden. Also Christsein ist schon ein Verbrechen, weil man nicht dem Kaiser treu ist. Und wer also einen Christen findet, der kann ihn, wenn er will, anzeigen. Und zwar namentlich anzeigen. Anonyme Anzeigen werden nicht angenommen, das ist auch eine Regelung. Aber wenn ein namentlich bekannter Mensch einen Christen anzeigt, dann muss diese Anzeige ernst genommen werden. Dann kommt es zum Prozess, und dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Wenn jetzt einer leugnet, Christ zu sein, dann wird er freigelassen. Wenn er sagt, ich bin kein Christ, war eine falsche Anzeige, dann muss man ihm glauben. Gut, freigelassen. Und wenn er darauf beharrt, doch, ich bin Christ und ich will es bleiben, dann wird er halt hingerichtet. Denn das geht nicht, dass einer so starrsinnig ist, Christ zu bleiben. Ja, damit dachten die Römer, das ist doch eine gnädige Regelung. Es muss nur jemand sagen, ich bin kein Christ. Und vielleicht muss er noch ein bisschen Weihrauch irgendwie vor ein Kaiserstandbild machen. Und dann ist er frei. Wieso sollte man das nicht machen, bevor man hingerichtet wird? Ein römischer Soldat sagte mal zu Bischof Polykarp: Was ist denn Anstößiges daran, wenn einer sagt, der Kaiser ist der Herr, und zu opfern, um sein Leben zu retten? Ist das so schlimm, zu sagen, der Kaiser ist der Herr, ein bisschen was zu opfern?
bevor du dein Leben verlierst. Das haben die Römer nicht verstanden, wieso Christen so krass drauf waren, dass sie sagen, das kann ich nicht sagen, für mich ist Jesus immer der einzige Herr. Also, wie ging es den Christen? Sie mussten jetzt nicht fürchten, auf der Straße von irgendeinem Mob umgelegt zu werden, aber sie mussten Angst haben, dass irgendjemand sie anzeigt. Also mussten sie sich irgendwie gut stellen mit allen Leuten. In dieser Phase wird jetzt Bischof Ignatius von Antiochien hingerichtet. Von ihm haben wir einen krassen Text, den findet ihr auch unter KGQ 08 auf der rechten Seite, wo er beschreibt, wie er sich sehnt danach, dass er für Jesus sterben soll. Er ist schon auf dem Weg irgendwie nach Rom, um dort hingerichtet zu werden, um Tieren zum Fraß vorgeworfen zu werden. Und er schreibt, ja, lasst mich den Bestien zum Fraß werden. Durch sie ist es mir möglich, zu Gott zu gelangen. Gottes Weizen bin ich und werde durch die Zähne der Bestien gemahlen, um als reines Brot Christi erfunden zu werden. Also er bittet seine Mitchristen, oh, bitte betet nicht dafür, dass ich irgendwie nicht hingerichtet werde. Das ist mein größter Wunsch, ich will irgendwie jetzt endlich zu Jesus und bitte verhindert das nicht. Das gab es manchmal, dass krasse Christen echt die voll die Sehnsucht hatten, jetzt für Jesus sterben zu dürfen. Das ist so der Höhepunkt des Lebens. Und wir sehen das dann auch bei Polycarp, das findet ihr in dem Quellenblatt KGQ 9. Auch das könntet ihr euch jetzt mal anschauen auf der linken Seite, das Martyrium Polycarps. Da ist es auch so, dass Polycarp dann sagt, er hat jetzt auch nichts dagegen, für Jesus zu sterben. Und er möchte aber, das ist jetzt eine interessante Perspektive, er sagt dem Römer, der ihn hinrichten soll, er soll nicht zulassen, dass hinterher irgendwelche Christen kommen und seine sterblichen Überreste da abholen. Also versucht der Römer, ihn möglichst kurz und klein zu verbrennen. Aber die Christen schaffen es trotzdem, irgendwelche Reliquien da abzuschaffen und das dann zu verehren. Es beginnt jetzt im 2. Jahrhundert eine Verehrung der Märtyrer, die diese gar nicht selber wollten, aber Christen brauchten solche Vorbilder, die krass ihren Glauben bekannt haben. Das wichtigste Datum, das ein Christ erlangen konnte, war der Todestag als Märtyrer. Das ist der Geburtstag eigentlich, also das ist der höchste Tag. Auch bis heute ist es so, wenn Märtyrer verehrt werden, dann verehrt man sie an ihrem Todestag. Weil das ist der Tag, wo ihr eigentliches Leben mit Jesus im Himmel begonnen hat. Ja, im 2. Jahrhundert ging es dann so weiter, dass es einige lokale Verfolgungen gab. Ihr findet auf KGQ 09, auch das könntet ihr euch an dieser Stelle jetzt durchlesen, das Martyrium der Scilitaner, wo eine Gruppe, so ein Hauskreis, verhört wird, ob sie nicht dem Glauben absagen wollen und die bleiben alle einfach dabei, nö, ich bin Christ, ich bin auch Christ und so. Dann sagt der Konsul, ah, ich gebe euch noch 30 Tage Bedenkzeit, könnt ihr euch nochmal überlegen und die sagen, nö, bitte nicht und so, wir sind Christen, das wird nie anders werden und so. Na gut, dann sagt der Römer, gut, dann werdet ihr jetzt eben zur Hinrichtung abgeführt und die sagen, ja, Lob und Preis, Gott sei Dank und so, endlich werden wir enthauptet und kommen zu Jesus. Warum war das so, dass die Christen verfolgt wurden? Warum haben die Römer sie nicht einfach in Frieden gelassen? Die Römer hatten einige Gründe, die sie so an den Christen gestört haben. Das eine ist, dass ihnen Menschenhass vorgeworfen wurde. Christen hassen Menschen. Komisch, ne? Weil eigentlich lieben wir Christen doch alle Menschen. Aber den Christen wurde Menschenhass vorgeworfen. Warum? Weil die Christen sich aus der römischen Volksgemeinschaft ein bisschen zurückgezogen haben. Sie gingen eben nicht mehr zu jedem Opferfest für Jupiter und Apollo und Mars oder was weiß ich. Und sie machten nicht bei allem Kult mit. Sie machten so ihr eigenes Ding und separierten sich von der Gesellschaft. Und das fanden die Römer nicht so toll. Und deswegen hielt man sie für Menschenhasser.
gleichzeitig für Staatsfeinde. Denn wer nicht mitmacht, wer dem Kaiserstandbild nicht opfert, der muss ein Feind des Kaisers sein. Der ist bestimmt gegen unseren Staat. Und das geht nicht. Wir müssen doch zusammenhalten in Rom. Dann sind Christen zu drittens auch noch Atheisten. Sie sind gottlos, weil sie alle römischen Götter ablehnen. Sie wollen unsere Götter nicht haben und selber haben sie gar keinen richtigen Gott. Sie haben kein Standbild, das sie verehren. Man weiß nicht richtig, wie ihr Gott überhaupt aussieht. Und deswegen sind sie starrsinnig, das ist der vierte Vorwurf. Sie sind so hartnäckig. Man bietet ihnen alle möglichen Auswege, um am Leben zu bleiben. Aber sie wollen es nicht. Völliger, unverbesserlicher Starrsinn. Und dann sind sie auch noch komisch. Sie bringen zum Beispiel wahrscheinlich Menschenopfer dar. Wie kommt man darauf? Ja, weil es so ist, dass gehört wird, dass im Abendmahl so Worte fallen wie: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das ist mein Blut des neuen Bundes. Trinket alle daraus. Nichtchristen durften beim Abendmahl nicht dabei sein. Und man hörte das also nur gerüchteweise, was da so ablief, und man dachte, dass dort Menschenfleisch und Menschenblut verzehrt wird. Außerdem redeten sich die Christen als Bruder und Schwester an. Und sogar verheiratete Leute redeten sich teilweise so an. Das heißt, sie betrieben Inzest wahrscheinlich. Sie heirateten unter Geschwistern, das ist verboten. Alles in allem sind Christen Verräter an der guten alten römischen Religion, die jetzt schon seit 1000 Jahren bestand. Und deswegen hat man gesagt, diese Christen, die müssen wir mal zur Besinnung bringen, die machen unser ganzes schönes römisches Reich kaputt. Also im Großen und Ganzen ging es darum, dass die Römer irritiert waren, dass diese Christen anders waren und so in der Tradition des Römischen Reiches einfach nicht reinpassten. Und so machte man je länger, je mehr die Christen zum Sündenbock für alles Mögliche. Wenn irgendwo eine Katastrophe war, waren wahrscheinlich die Christen schuld, weil sie nicht richtig zu den Göttern gebetet hatten. Deswegen gab es jetzt einen Vulkanausbruch, eine Überschwemmung, eine Seuche, irgendwie eine Niederlage im Krieg und so weiter. Immer waren die Christen schuld. In der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts, da gab es einen Kaiser, Septimius Severus. Der hat dann verboten, dass Christen andere zu Christen machen und hat in Nordafrika für eine Verfolgung gesorgt. Das waren jetzt immer noch regionale Verfolgungen, die ja nach und nach, die mal hier und mal da waren, aber nicht so gleichzeitig im gesamten Römischen Reich. Und grundsätzlich war nämlich das Römische Reich schon einigermaßen tolerant und pluralistisch. Teilweise haben die Christen davon auch profitiert, dass es lange Phasen gab, manchmal Jahrzehnte an einem Ort. Mancher Christ hat vielleicht, selbst wenn er in den ersten 3 Jahrhunderten gelebt hat, sein ganzes Leben keinerlei Verfolgung oder Bedrängnis erlebt, wenn er am richtigen Ort gelebt hat. Und teilweise wurden jetzt sogar schon Kirchengebäude gebaut. Wir haben das älteste Kirchengebäude der Welt, eine Hauskirche in Dura Europos, so aus der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts. Von daher gewöhnte man sich schon fast dran, dass es so im Großen und Ganzen doch einigermaßen ging, so im Römerreich. Bis dann unter Kaiser Decius Mitte des 3. Jahrhunderts auf einmal eine entscheidende Verschlechterung der Situation eintrat. Decius war der Meinung, ich muss mein Reich zusammenhalten, und deswegen hat er alle Einwohner seines Römischen Reiches dazu verpflichtet, dass sie die staatstragenden Götter jetzt verehren mussten und den Kaiser. Und deswegen hat er ein Edikt ergehen lassen. Jeder muss jetzt irgendwo erscheinen und eine sakrale Handlung machen. Man muss Weihrauch und eine Trankspende vor einem Götterbild leisten und vom Opferfleisch essen. Und dafür erhält man dann eine Bescheinigung, ein Zertifikat, wo genau drauf steht, ja, der und der hat vor Zeugen dieses Opfer gebracht. Und er ist also ein staatstreuer Bürger, hat sich dadurch erwiesen.
Dieser Schein, den nannte man damals einen Libellus. Wer sich geweigert hat, vor so einer Kommission zu erscheinen und dieses Opfer darzubringen, der musste Konsequenzen tragen. Es gab also ein Gesetz, wer nicht erschienen ist, wer dieses Opfer nicht gebracht hat, entweder dessen Vermögen wurde eingezogen oder er wurde verbannt oder er wurde hingerichtet. Das war jetzt erstmal keine ausdrückliche Christenverfolgung, aber es betraf die Christen besonders. Die Juden hatten sogar eine Sonderausnahme. Sie mussten da nicht erscheinen und opfern. Mit denen hatte man schon Erfahrungen gemacht, dass sie das sowieso nicht machen. Die Christen mussten das aber. Und das war jetzt ein Unterschied. Denn bis 250 war es so, du warst nur dann in Gefahr als Christ, wenn dich jemand angezeigt hat. Jetzt im Jahr 250 waren alle Christen auf einmal in Gefahr, egal ob dich jemand angezeigt hat. Für alle galt das Gesetz, du musst kommen und opfern. Puh, und zwar im gesamten Römischen Reich. Es gab jetzt keine Ausnahme mehr. 100% alle Christen standen jetzt vor der Wahl, stehe ich zu Christus oder opfere ich den heidnischen Göttern und dem Kaiser? Und die große Frage war, ist es Sünde, dort vor so einer Kommission zu erscheinen und solch ein Opfer zu bringen? Und allgemein waren die Christen der Meinung, ja, es ist Sünde, denn Jesus ist Herr, schließt sich aus, gleichzeitig zu sagen, der Kaiser ist Herr oder Jupiter ist Herr. Und also es war ganz klar, das durfte man als Christ nicht machen, das war Verleugnung des Glaubens, sich so einen Libellus von einer Kommission abzuholen. Und das Krasse war, es gab zwar mutige Zeugnisse von Christen, die viel Leid auf sich genommen haben, die hingerichtet wurden oder in die Verbannung kamen, ihren Besitz verloren haben, weil sie standhaft zu Jesus gehalten haben. Es gab aber genauso viele Massen von Leuten, die gesagt haben, ach, lass es mich hinter mich bringen, ich hole mir jetzt den Schein ab, ich mache da dieses Opfer, ist doch egal, Hauptsache ich habe so meinen Glauben im Herzen. Einmal zu sagen, der Kaiser ist mein Gott, was soll das und so, so schlimm wird es schon nicht sein. Oder es ist jetzt halt kein Ausweg, ich habe eine Familie zu versorgen oder was weiß ich. Jedenfalls viele Christen haben geopfert, haben sich so einen Libellus geholt. Es gab noch Alternativen zwischen sich hinrichten lassen und opfern. Es gab noch zwei andere Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit war zu fliehen. Das ging ja auch noch zu sagen. Das machte zum Beispiel Bischof Cyprian von Karthago. Er floh und er versteckte sich irgendwo in den Bergen, weil er sagte, ich muss ja meine Kirche leiten. Und so war er 1,5 Jahre sozusagen im Untergrund und kam erst raus, als Decius gestorben war, als die Verfolgung vorbei war. Das könnte man machen, das wurde aber auch zweifelhaft angesehen von manchen, von den ganz Strengen, die gesagt haben, das ist ja nicht so richtig, Jesus bekennen, oder? Oder es gab noch die letzte Möglichkeit, man besorgte sich einen gefälschten Libellus. Also, man ging nicht hin, um zu opfern, aber man hatte seine Kanäle. Und man besorgte sich so einen Schein, wo drauf stand, ja, Frank Lüttke, der hat schon geopfert. Obwohl ich das nie gemacht habe. Also ich musste Jesus nie aktiv verleugnen. Aber wenn ein Polizist, ein Beamter kam und sagt, was ist denn mit dir, hast du schon geopfert? Du stehst hier noch gar nicht auf meiner Liste. Dann habe ich meinen Schein rausgeholt und habe gesagt, ah, hier, da muss ein Fehler passiert sein. Mein Libellus, kannst du nachlesen. Und so sind viele Christen durchgekommen durch Fälschungen. Ist das so in Ordnung als Christ, dass man sich eine Fälschung besorgt, dass man Falschzeugnis redet gegen so einen Beamten? Oder ist das in so einer Notsituation gerechtfertigt? Könnt ihr euch ja mal überlegen, wie ihr sowas geistlich bewerten würdet. Die Meinungen in der Christenheit gingen damals sehr auseinander. Es gab strenge Leute, einen Christen, der hieß Novatian, der sagte, das geht gar nicht. Ein Presbyter in Rom, der sagte, wenn einer geflohen ist, sich eine Fälschung besorgt hat oder Jesus verleugnet hat,
Das war's dann. Tod, Sünde, tut mir leid. Jesus wird ihn in Ewigkeit auch verleugnen. Wer Jesus verleugnet, den wird Jesus verleugnen. In seine Gemeinde von Novatian wurden nur Leute aufgenommen, die in der Verfolgung auch wirklich standhaft geblieben sind. Die große römisch-katholische Kirche, die machte dann eine Synode 252 in Karthago und sie entschied, dass das doch okay war. Also, dass man, also was heißt okay? Also, dass man auf jeden Fall dafür Vergebung bekommen konnte, wenn man in einer Verfolgung, in der Notsituation den Glauben verleugnet hat. Ihr könnt jetzt ja mal an dieser Stelle das so ein bisschen mal nachlesen, jetzt euch mal vielleicht kurz Zeit nehmen, das Video auf Pause zu drücken, KGQ 011 zu lesen. Da steht, wie die Christenverfolgung unter Decius losgegangen ist, wie dann in Karthago ganz viele Christen doch zum Opfer gegangen sind, wie dann auf KGQ 012 der Novatian sagte, nee, ich nehme jetzt nur noch die Starken auf, die standhaft geblieben waren, und wie dann auch auf KGQ 012 die karthagische Synode entschieden hat, nach was für einer Bußzeit diese Leute doch wieder aufgenommen werden können in die Gemeinde. KGQ 10 ist übrigens dieser Briefwechsel zwischen Plinius und Trajan, das habe ich vorhin, glaube ich, vergessen zu sagen. Also einige Originaltexte, die man jetzt dazu lesen kann, die man auch bei der Bibliothek der Kirchenväter teilweise findet. Die Argumentation von Cyprian war auch, wir müssen die Leute doch aufnehmen und stärken im Glauben, denn wer weiß, wann die nächste Verfolgung kommt. Wir können sie doch jetzt nicht alleine lassen. Und tatsächlich war es auch so, gut, dass man die Leute beseelsorgt hat und sie vorbereitet hat auf die nächste Verfolgungswelle. Schon 257 unter Kaiser Valerian kam es zur nächsten großen Verfolgung. Und die Christen waren wieder gefordert, was sie jetzt machen sollten. Diesmal hat sich Cyprian von Karthago entschieden, nicht zu fliehen. Und er wurde als einer der ersten angeklagt, denn diese valerianische Verfolgung hatte eine neue Strategie. Sie sagte, wir nehmen jetzt erstmal die Führungsschicht der Christen, die Bischöfe und Priester und Ältesten, die Diakone. Und Cyprian war da quasi so der Hauptangeklagte in Karthago, der als allererster gleich seinen Kopf verlor, also hingerichtet wurde. Ja, alle Christen, die so in Würde in der Gesellschaft standen, die wurden jetzt als erste hingerichtet. Ihr findet auf KGQ 13 diesen Bericht über die Christenverfolgung unter Valerian. Das könnt ihr euch an dieser Stelle jetzt auch mal im Original durchlesen. Nach diesen ganzen Verfolgungen, diese ganzen Verfolgungen von biblischen Zeiten an bis zum Jahr 300, die findet ihr übrigens in der Kirchengeschichte von Eusebius, die ihr in der Bibliothek der Kirchenväter findet. Da könnt ihr euch Kapitel aussuchen, die euch interessieren. Es kam dann zum Schluss zur schlimmsten Christenverfolgung, nachdem wir zunächst noch eine Friedensphase hatten. Valerian ist 260 schon gestorben. Das war auch nur 3 Jahre Verfolgung. Danach starb der Kaiser und die nächsten Kaiser waren relativ tolerant. Von 260 bis 303, 43 Jahre herrschte dann relativ Frieden für Christen. Sie wurden nicht weiter verfolgt und sie konnten sich ausbreiten. Sie nahmen an Zahl viel zu. Sie konnten Kirchen bauen, sie bauten sogar direkt gegenüber vom Kaiserpalast in Nikomedien eine große Kirche. Man dachte schon so, das Christentum, das ist jetzt endgültig gesettelt, ein Teil des Römischen Reiches. Aber dann kam Kaiser Diokletian und als er mal wieder staatliche Probleme hatte, das Reich zusammenhalten wollte, ja, fragte er sich wieder, mit was hält uns eigentlich zusammen? Es muss die Religion sein. Und viele aus der römischen Religion sagten, also die Christen, die stören uns ein bisschen, die beten immer gegen unsere Götterkulte und deswegen funktionieren unsere Prophezeiungen nicht mehr. Und deswegen
ja, beschweren sich die ganzen Orakel dann beim Kaiser und schließlich stiftet sein Mitkaiser Galerius den Diokletian anzusagen. Also wir müssten eigentlich mal nochmal versuchen, die Christen, die sind es jetzt zwar schon sehr viele, aber wir schaffen es vielleicht doch, die auszumerzen. Wir müssen sie mal verfolgen, damit wir für eine Einheit im Reich sorgen. Also er ließ Diokletian ein Edikt, dass die Christen jetzt verfolgt werden müssen. Das findet ihr auch in KGQ 13, Text 46 da auf der rechten Seite. Das könntet ihr euch an dieser Stelle mal durchlesen. Und es war so, dass Diokletian jetzt schon ziemlich krasse Verfügungen erlassen hat. Erstens, alle Kirchen sollten zerstört werden. Zweitens, alle christlichen heiligen Schriften sollten verbrannt werden. Christen sollten jetzt aus allen öffentlichen Ämtern entfernt werden. Sie verlieren jeden Rechtsschutz und alle Christen müssen wieder den Göttern opfern, wie es auch bei den anderen Verfolgungen schon war. Wer das nicht gemacht hat, wird einen Kopf kürzer gemacht, kommt in die Verbannung. Im Osten des Römischen Reiches wüten die Verfolgungen wohl ziemlich krass. Wahrscheinlich haben Hunderttausende ihr Leben verloren. Im Westen war es vielleicht ein bisschen glimpflicher. Und vor allem das Schlimme war, dass diese Verfolgungen sehr lange dauerten. 8 Jahre lang Verfolgung für die Christen. 8 Jahre keine öffentlichen Gottesdienste. Wir erleben das ja gerade hier in Corona-Zeiten, wie wir seit, als ich dieses Video jetzt gerade aufnehme, wie wir seit 3, 4 Wochen keine gottesdienstlichen Versammlungen mehr haben dürfen. Wenigstens können wir es noch im Internet uns irgendwie sehen und treffen, aber das war damals ja auch nicht möglich. Wie mag das gewesen sein, 8 Jahre lang sich nicht mehr treffen zu können oder nur unter Todesgefahr irgendwie im Untergrund? Das muss schon krass gewesen sein. Als Galerius dann krebskrank wird im Jahr 311, überlegt er sich, es hat doch irgendwie alles nichts gebracht. Vielleicht ist es doch besser, wir machen uns jetzt unsere eigene Bevölkerung nicht selber platt, um eine Einheit zu haben. Also erlässt er 311 das Toleranzedikt und hebt die Christenverfolgung auf und sagt, ihr Christen, dann wir lassen euch wieder eure Freiheit, ihr dürft euch wieder versammeln. Die Leute Christen werden aus den Gefängnissen entlassen, sie dürfen wieder Gottesdienste feiern und sich versammeln. Riesenjubel in der gesamten Christenheit. Und ja, damit war die letzte große Christenverfolgung in Europa vorbei. Ihr habt auch als KGQ 13b dieses Blatt hier vom Nico, wo dieses alle Christenverfolgungen mal so dargestellt werden, so als Peaks, wie das so abgelaufen ist. Da habt ihr mal so alles auf einen Blick. Wenn man sich das alles so anschaut, der Lactanz, ein christlicher Schriftsteller übrigens, der beschreibt das auch noch, diese Christenverfolgungen neben Eusebius. Er hat ein Buch geschrieben über die Todesarten der Verfolger, wo er krass darstellt, wie alle römischen Kaiser, die die Christen verfolgt haben, einen sehr ekligen, qualvollen Tod als Strafe Gottes erlitten haben. Und dabei erzählt er dann auch ziemlich viel, was so in den Christenverfolgungen gelaufen ist. Das findet ihr auch in der Bibliothek der Kirchenväter, der Link unten in der Infobox, wer ein Fan ist, von Quellentexten zu lesen. Wir kommen zum Fazit. Was machen wir mit diesen Christenverfolgungen? Was waren die Auswirkungen? Es war natürlich schlimm und schrecklich alles, aber es hat letztlich nur dazu geführt, dass die Christen immer mehr wurden. Tertullian sagte schon, ein Same ist das Blut der Christen. Für jeden Christen, den man hinrichtete, gab es 3 neue. Und ja, das lag daran, dass gerade durch öffentliche Prozesse das Christentum immer bekannter wurde, immer attraktiver wurde. Die Leute wurden darauf aufmerksam. Sie dachten, da muss was dahinter sein, wenn jemand für seinen Glauben sogar den Tod in Kauf nimmt. Also es waren letztlich dann in den Arenen, die Hinrichtungen der Christen waren letztlich christliche Werbeveranstaltungen und Evangelisationsveranstaltungen. Es ließ die Strahlkraft der Christen immer weiter wachsen. Und ja, so schließen wir vielleicht diese Einheit mit einem Zitat von Leo Tolstoi, der gesagt hat, je stärker die Verfolgung,
desto offensichtlicher wird die Wahrheit.